Die Geschichte lehrt uns eine Sache. Veränderung ist unvermeidlich. Diese uralte Wahrheit wurde in der Vergangenheit immer wieder bestätigt. Jedes Weltreich, egal wie mächtig es war, ging am Ende unter. Jedes Mal haben weise Männer das Ende des Imperiums vorhergesagt. Aber ihre unheilvollen Warnungen fanden kein Gehör. Ist es möglich, dass dasselbe heute in den USA passieren könnte? Dass Amerika auf eine Katastrophe zusteuert? Es gibt Männer, die glauben, dass ein Zusammenbruch nicht nur möglich ist, sondern bereits begonnen hat. Anders als Nostradamus und andere Propheten der Vergangenheit schauen sie nicht in Kristallkugeln oder die Sterne, sondern sie bauen auf handfeste Beweise, um ihre Behauptungen zu untermauern. Ihre Zukunftsvisionen handeln von finanzieller Instabilität, Öl- und Wasserverknappung, feindlicher Technologie und terroristischen Angriffen. Diese Männer versammeln sich jetzt, um ihre Visionen zu teilen. Es geht um die Gefahren, die dem American Way of Life drohen. Sie suchen in den Lektionen der Vergangenheit nach Hinweisen, wie wir das Schicksal der untergegangenen Imperien vermeiden können. Nach Wegen, um zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt. Damit Amerika nicht das gleiche Schicksal ereilt, wie jedes andere große Weltreich zuvor. Michael Craig Rupert wurde 1951 in Washington, D.C. geboren. Er sah die drohenden Gefahren für Amerika schon seit langem vorher. Seine Familie hatte Verbindungen zur CIA, der US Air Force und dem Militär. Er deckte als Detective der Polizei von Los Angeles 1977 eine geheime Drogenoperation der CIA auf. Deshalb gründete er eine Organisation, die Korruption auf Regierungsebene enthüllt. Er ist ein politischer Rebell, der noch nie Angst hatte, offen seine Meinung zu äußern. Er ist sich sicher, unsere Gesellschaft zerbricht von innen heraus. Wir können weder als Nation noch als Planet oder Spezies so weiterleben, unter den gleichen Annahmen wie bisher. Denn wenn wir das tun, begehen wir Selbstmord. Es geht hier nicht nur um Umweltschutz oder irgendein linkes, kuscheliges Rettet-die-Wale-Projekt. Es geht um unser Überleben. Nächstes Jahr werden wir die Vereinigten Staaten von Amerika um diese Zeit sicher nicht mehr wiedererkennen. Rupert glaubt, dass das explosive Bevölkerungswachstum im Lauf der letzten 200 Jahre auf eine einzige Ursache zurückzuführen ist: fossile Brennstoffe. Eine der ersten Anwendungen, die wir für das Erdöl entwickelten, war ein Traktor mit Verbrennungsmotor. Denn dadurch konnte man ein Vielfaches an Ackerfläche pflügen und bestellen. Dann entdeckte man, dass man aus Ammoniak, das aus Erdgas hergestellt wird, Dünger machen kann. Mit der immer umfassenderen Nutzung von Erdöl und Erdgas wurde es möglich, sehr viel mehr Menschen zu ernähren. Allein die Kohlenwasserstoffenergie, insbesondere Verbrennungsmotoren, auf Ammoniak basierende Dünger aus Erdgas und Pestizide aus Erdöl haben es der menschlichen Bevölkerung erlaubt, sich in nur 120, 130 Jahren so stark zu vermehren. Von der Zeit Christi bis zur Entdeckung des Öls lag die Weltbevölkerung ziemlich stabil bei 1,5 bis 2 Milliarden Menschen. Es gab einen kleinen Einbruch wegen der Beulenpest und einen leichten Anstieg zu Beginn der durch Dampfkraft und Kohle ausgelösten industriellen Revolution. Aber richtig in die Höhe geschossen ist die Weltbevölkerung erst mit der Entdeckung und Nutzung des Öls. Rein zahlenmäßig kann man sagen, auf diesem Planeten leben heute 5 Milliarden Menschen zu viel, die wir unmöglich alle versorgen können. Während die menschliche Zivilisation diese schmerzhafte Veränderung durchmacht, steht alles, was die Menschheit bisher für unantastbar hielt, in Frage. Es geht jetzt um Leben und Tod. Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten hat sich im 20. Jahrhundert mehr als verdreifacht. Laut Prognosen wird sie bis Ende 2050 um weitere 46% anwachsen. Unsere fossilen Brennstoffe werden immer knapper. Rupert fragt sich, wie die Infrastruktur da mithalten soll.
Die Nahrung ist ein gutes Beispiel für unser Problem. Wir haben uns in eine Situation gebracht, in der wir Nahrung über gewaltige Distanzen transportieren. Dabei versäumen wir es, die Böden wieder mit Nährstoffen anzureichern, sodass auch ohne diese Chemikalien wieder etwas auf ihnen wachsen könnte. Wenn uns diese Chemikalien, die auf Erdöl und Erdgas basieren, ausgehen, verschwindet die Nahrung. Und ohne Nahrung werden die Menschen verhungern. Unsere Bevölkerung wächst weiter an, obwohl die für die Ernährung nötigen Ressourcen schon jetzt immer knapper werden. Unsere Bevölkerung sollte also auch abnehmen, aber wir schießen weiter übers Ziel hinaus und vermehren uns immer mehr. Es gibt auf einem begrenzten Planeten einer endlichen Kugel nicht unbegrenzte Ressourcen. Das geht einfach nicht. Rupert glaubt, dass das Amerika der Zukunft nur wenig Ähnlichkeit mit der Nation haben wird, die wir heute kennen. Die Anzeichen für einen bevorstehenden Zusammenbruch der USA sind überall um uns herum. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, werden bestimmen, wie wir mit diesen Herausforderungen klarkommen werden. Arm zu haben, sich zu bewegen, zu interagieren, ein Leben zu leben, das auch nur annähernd unserem bisher gewohnten Leben ähnelt oder noch irgendwelche Lebensqualität hat. Es bedeutet, dass die Lebensweise, die die Welt seit der Entdeckung des Öls vor etwa 140 Jahren kennt, zu einem Ende kommt. Wir werden sehen, dass Regierungen und Städte bankrott gehen. Das passiert ja bereits. Schulbezirke müssen auf 4-Tage-Wochen kürzen. In Großstädten kommt es überall zu Kürzungen bei der Polizei und Feuerwehr. Wir sehen bereits jetzt schwere Ausfälle in der Infrastruktur. Als im kalifornischen San Bruno eine Erdgaspipeline explodierte, die 1948 gebaut wurde, hatte niemand das Geld, das zu reparieren. Denken Sie an den Brückeneinsturz in Minnesota vor ein paar Jahren. Ganz zu schweigen von dem zerfallenden Immobilienmarkt und rapide zunehmenden Zwangsvollstreckungen. Wir sehen hier immer offensichtlicher die Anzeichen des Zusammenbruchs. Rupert ist sich sicher, dass diese Probleme weder vorübergehend noch die normalen Folgen einer konjunkturellen Depression sind. Er ist überzeugt, dass es Symptome eines kommenden Zusammenbruchs sind. Jedes Weltreich der Menschheitsgeschichte ist irgendwann untergegangen. Es scheint ein Naturgesetz zu sein, dass ein Imperium bis zu einer gewissen Größe wachsen kann und dann implodiert. Das Römische Reich war vor 2000 Jahren das mächtigste Imperium der Erde. Die Ähnlichkeiten zwischen dem antiken Rom und dem heutigen Amerika sind verblüffend. Was jenem Weltreich damals zustieß, können wir überall in den Museen studieren. Genau wie im heutigen Amerika war Roms Armee zu klein und in zu vielen fremden Ländern verteilt. Invasionen von Barbaren waren an der Tagesordnung, ähnlich den Terroristenattacken und den Grenzübertritten im Zuge der mexikanischen Drogenkriege. Die Regierung war korrupt. Nur durch Bestechung oder Steuererhöhungen ließ sich etwas erreichen. Genau wie heute mit Lobbyisten, Banken und Unternehmen, die unsere Regierung im Würgegriff haben. Amerika hat genau wie das antike Rom diesen blinden Glauben, dass wir dem Rest der Welt überlegen sind, aber das wird nicht so sein. Wir werden einige harte Lektionen lernen müssen, aber wir haben eine Wahl. Das amerikanische Imperium wird fallen, aber wir müssen nicht alle mit untergehen. Amerika dominiert die Welt heute in einem viel größeren Ausmaß, als Rom es sich jemals hätte vorstellen können. Aber die Geschichte und auch die Natur haben immer wieder bewiesen, dass Größe allein keine Garantie für das Überleben ist. Wir stehen heute an demselben Kreuzweg wie damals die Dinosaurier. Entwickle dich oder verschwinde. Verändere dich oder stirb. Verändere deine Denk- und Handlungsweisen, denn das Universum wird uns sonst ohne Reue aussterben lassen. Das mag uns kalt erscheinen, aber das ist die Schönheit der Naturgesetze.
Die Überlebensfrage ähnelt der auf der Titanic. Ein riesiges Schiff, das als unsinkbar galt und von dem man glaubte, dass es immer weiterfahren wird. Schon auf seiner Jungfernfahrt sank es. Leider gab es nicht genug Rettungsboote auf dem Schiff, um alle Menschen an Bord zu retten. Hätte es eine organisierte Suche nach Material gegeben, um doch noch genug Rettungsboote zu bauen, hätte man wahrscheinlich viele hunderte Menschen mehr retten können. Titanic ist natürlich ein großes Wort. Es spielt auf die Größe und Komplexität der industriellen Zivilisation an. Die Titanic wird sinken, aber einige Leute werden das erst glauben, wenn sie bereits unter Wasser sind. Michael Rupert ist nicht der Einzige mit düsteren Visionen für die Zukunft. Andere rechnen ebenfalls mit dem Sturz Amerikas. Jeder glaubt, dass er eine andere Ursache haben wird. Das Ergebnis ist beunruhigend ähnlich. Sie treffen sich heute, um sich auszutauschen, um zu versuchen, eine umfassende Sicht auf die Herausforderungen Amerikas zu bekommen, um zu entscheiden, welche Bedrohung am dringendsten ist. Unsere oberste Priorität ist es, Leben zu retten. Alle Probleme in einem Wort zusammengefasst: Überbevölkerung. Es gibt heute 5 Milliarden Menschen auf der Welt, die bei Anbruch des Ölzeitalters noch nicht existierten und nur wegen Öl und Erdgas überhaupt da sind. Das klingt wie beim Massenaussterben an der Perm-Trias-Grenze, dem schlimmsten Aussterben der Erdgeschichte. So ein Massenaussterben ist bereits in Gang. Sie glauben, das steht uns bevor? Ich würde gern ein paar Gedanken einwerfen. Ich sage kein Aussterben vorher. Unser dringlichstes Problem ist, dass wir die gewaltigen Fehler unseres Finanzsystems bereinigen müssen. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und das noch ausgedehnt, indem wir immer mehr Kredite aufgenommen haben. Das wird sich rächen. Das jetzige Finanzsystem ist völlig unhaltbar. Es wird große Veränderungen geben. Aber die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass sich die Menschen, wenn es zu großen Veränderungen kommt, gegenseitig helfen. Je mehr Leute vorbereitet. Das heutige Amerika ist die mächtigste Nation seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Aber die Geschichte lehrt uns, dass Imperien nur aufsteigen, um dann unvermeidlich zu stürzen. Die Umstände ändern sich, die Ergebnisse nicht. Es gibt einige, die glauben, dass Amerikas Schicksal nicht anders sein wird. Zu ihnen gehört auch Nathan Hagins. Er wurde 1965 in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin geboren und hat in Management natürlicher Ressourcen promoviert. Früher leitete der ehemalige Investmentbanker einen Hedgefonds. Als er zu dem Schluss kam, dass das US-Wirtschaftssystem unvertretbar ist, kündigte er. Unser Wirtschaftssystem ist eigentlich ein gigantisches globales Schneeballsystem. Und das bedeutet, viele der Schulden und Kredite, die sich angehäuft haben, werden vielleicht nie zurückgezahlt. Und wenn dieses System zusammenbricht, hat das auch große Folgen für den Durchschnittsamerikaner. Der Kapitalismus muss general überholt werden, oder er wird auf der Strecke bleiben. Was wir jetzt haben, ist ein Reinfall. Die Zukunft wird ganz anders als die Vergangenheit aussehen, und zwar vor allem in einer Hinsicht. Die Weltwirtschaft wird nicht länger wachsen. Bis vor 12.000 Jahren lebten die Menschen als Jäger und Sammler. Sie verbrauchten, was sie fanden. Dann entwickelten wir landwirtschaftliche Methoden, mit deren Hilfe wir Nahrung anbauen konnten, ohne sie am gleichen Tag verzehren zu müssen. Wir konnten sie viele Monate oder sogar ein Jahr lagern. Dann fingen wir an, sesshaft zu werden und Technologien zu entwickeln. Im 18. Jahrhundert stießen wir auf den Energiejackpot, als wir herausfanden, wie man Kohle benutzt. Im 19. Jahrhundert kam dann das Öl und im letzten Jahrhundert das Erdgas hinzu. Die Frage ist, was wird die fossilen Brennstoffe ersetzen? Jeder Amerikaner hat gegenwärtig 200 bis 300 Energy Slaves, Energiesklaven, hinter sich, die die Arbeit machen, die wir für selbstverständlich halten. Die Energie des Taxis, die Beleuchtung, unser Nahrungssystem. Im Durchschnitt sind unsere Lebensmittel gut 2400 Kilometer unterwegs.
All das wird uns durch eine einmalige Ausstattung an fossiler Energie ermöglicht. Sie ist so mächtig, dass sie für uns Menschen im Grunde von Zauberei nicht zu unterscheiden ist. Higgins glaubt, dass die derzeitige globale Wirtschaftskrise nur der Anfang eines wirtschaftlichen Totalzusammenbruchs ist. Diese wird sich verstärken, je mehr uns die Bodenschätze ausgehen, weil alternative Energien sie nicht rechtzeitig ersetzen können. Die Forschung befindet sich in einem Rennen mit der Erschöpfung der Ressourcen. Die Menschen müssen begreifen, wir leben auf einem begrenzten Planeten und haben unbegrenzte Wünsche und angebliche Bedürfnisse. Aber die zwei Wettstreiter passen nicht zusammen. Also, was tun wir? Wir waren etwa 70 Jahre so reich mit Bodenschätzen ausgestattet, dass wir nie gedacht hätten, dass das ein Problem wird. Es gab zwar einige Rezessionen und sogar eine Weltwirtschaftskrise, aber wir haben uns immer wieder davon erholt. Wir haben unsere Institutionen und unsere Erwartungen in der Annahme aufgebaut, dass die Versorgung auch in Zukunft ausreichen wird. Und wir haben eine Lebensweise erreicht, die jetzt nicht länger aufrechterhalten werden kann. Wir können nur im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten leben, wenn wir anerkennen, dass es Grenzen gibt. Doch unser derzeitiges Wirtschaftssystem erkennt keine Grenzen an. Das Finanzsystem ist völlig unhaltbar. Es wird große Veränderungen geben. Dass das kapitalistische Wirtschaftssystem völlig versagen könnte, ist schwer zu glauben. Aber Higgins beruft sich als Beweis auf Amerikas riesigen Schuldenberg. Das Gleichgewicht zwischen diesen Schulden und den verfügbaren Ressourcen ist fragil. Und wenn es umkippt, bricht das System zusammen. Wir haben eine komplette industrielle Zivilisation auf der Annahme aufgebaut, dass es jedes Jahr mehr geben wird. Mittlerweile wissen wir, dass Ressourcen immer schwerer zu finden sind. Um das System am Laufen zu halten, haben wir die amerikanische Wirtschaft und die Weltwirtschaft mit mehr und mehr Krediten überschwemmt und so einen riesigen Schuldenüberhang kreiert. Und jetzt erleben wir diesen Karl der Coyote-Moment. Wir sind von der Klippe gestürzt. Die Regierung vermittelt uns weiter das Gefühl, dass alles okay ist. Aber in Wahrheit erwartet uns jeden Moment der Absturz. Grundbedürfnisse wie die Beschaffung von Nahrung und Wasser werden in den Köpfen der Leute immer wichtiger, wie während der Weltwirtschaftskrise. Die 1920er waren eine Art Goldrauschphase, in der viele Leute an der Börse investiert hatten. Am schwarzen Dienstag verlor der Aktienmarkt 12%, zwei Monate später nochmal 40%. Von seinem Höhepunkt 1929 bis zu seinem Tiefpunkt Mitte der 1930er verlor der Aktienmarkt insgesamt 90% seines Werts. Während der Weltwirtschaftskrise lebten von den 120 Millionen Menschen der US-Bevölkerung etwa 35 Millionen in Familien, in denen niemand Arbeit hatte. Das Durchschnittseinkommen derer mit Arbeit sank im Verlauf des Jahrzehnts um 40%. Sehr harte Zeiten. Die Regierung versucht heute dasselbe wie in den 1930ern. Sie leiht sich Geld, um die Wirtschaft zu stimulieren. Doch das Problem ist, dass wir nicht aus dem Nichts immer mehr Geld in ein System pumpen können, in dem Glauben, dass es schon halten wird. Man kann eine Kreditkrise nicht lösen, indem man mehr Kredite aufnimmt. Punkt. Die amerikanische Wirtschaft erholte sich von der Weltwirtschaftskrise und wurde größer und dynamischer als je zuvor. Was für die Theorie von den zyklischen Märkten spricht, die besagt, dass Aufschwünge von Einbrüchen, aber am Ende von einem noch größeren Boom gefolgt werden. Higgins warnt, dass diese Theorie mehr Glaube als Fakt ist. Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten bereits insolvent sind. Einige dieser Schulden, die wir in der Vergangenheit angehäuft haben, werden irgendwann eingefordert. Dann müssen wir uns der harten Realität stellen. Der Moment des Bankrotts kommt, wenn das Geld zurückgezahlt werden muss. Amerika ist sich leider vieler dieser Probleme nicht bewusst. Und das liegt zum Teil an der kognitiven Dissonanz.
Kognitive Dissonanz bedeutet, dass unser Gehirn sich weigert, den Ernst der Lage wahrzunehmen. Jared Diamond gibt dafür in seinem Buch Collapse ein schönes Beispiel. Als ein Damm kurz davor war zu brechen, waren die Menschen 5 Kilometer flussabwärts wirklich in Sorge. Die Leute 3 Kilometer weg waren am Ausflippen, aber die, die nur 1,5 Kilometer vom Damm entfernt lebten, machten sich keine Sorgen. Wenn Dinge zu bedrohlich sind, ignoriert unser Hirn sie, weil es unser Verhalten beeinflussen würde. Das globale Ölfördermaximum, das Kreditmaximum, die Erschöpfung fossiler Brennstoffe und was das alles für das Ende des Wachstums bedeutet, ist einfach zu überwältigend. Die finanzielle Abrechnung, die kommen wird, könnte viele verschiedene Szenarien beinhalten. Es könnte sein, dass es die US-Währung nicht mehr gibt oder sie durch irgendetwas anderes ersetzt wird. Es könnte passieren, dass sie 100.000 Dollar auf der Bank haben und am nächsten Tag aufwachen und es stattdessen nur 10.000 Patriot-Dollar oder sowas sind. Das ist schon oft passiert. Die Leute erinnern sich noch an die Weimarer Republik in den 1920ern, als das System komplett zusammenbrach und die Währung durch eine neue ersetzt wurde. Der Durchschnittsamerikaner weiß, dass etwas nicht stimmt. Das Problem ist, dass es niemand laut und deutlich ausspricht, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Laut Hagens Meinung ist diese bisher beispiellose Finanzkrise die größte Bedrohung für das heutige Amerika. Aber die Debatte geht weiter. Die Probleme hängen alle zusammen. Wirtschaft, Energie, Nahrung und Wasser. Und wie das alles funktioniert. Weil wir heute in einer Welt leben, wo sie all das kaufen können, wenn sie Geld haben. Ich würde übrigens Wasser an die Spitze der Liste setzen, weil wir in Bezug auf alles andere schon historische Erfahrungen damit haben, ohne damit zu leben. Doch wir haben noch nie ohne Wasser gelebt. Was einer der Gründe ist, warum wir es für selbstverständlich erachten. Das Wasser geht uns aus, aber wir sehen es nicht. Wir leben in einer Wasserwirtschaft, nicht in einer Erdölwirtschaft. Wasser regiert die Welt. Bei unserem gegenwärtigen Verhalten werden wir in 5 Jahren zwar weit mehr Optionen für Energiequellen, aber weit weniger Optionen für Wasser haben. Denn was ist der große Unterschied? Es gibt Ersatz für Öl, aber keinen Ersatz für Wasser. Die Menschen werden auf das frühe 21. Jahrhundert zurückblicken und sagen, was haben die sich nur gedacht? Die Geschichte von jedem Weltreich ist eine des Aufstiegs und des Falls. Obwohl die USA bereits harte Zeiten erlebt haben, war die Erwartung trotzdem immer unendliches Wachstum. Die Geschichte lehrt uns aber deutlich, dass wir eines Tages einen großen Rückschlag erleiden werden. Verbessern. Meiner Erfahrung nach nimmt die Lebensqualität eher ab, als dass sie sich verbessert. Das klingt so, als ob wir im Grunde eine skrupellose, selbstsüchtige Spezies sind. Die menschliche Rasse hat viele positive Qualitäten. Das Problem ist, welche wir an oberste Stelle setzen und zu unserem Leitstern machen. Ich bleibe noch immer dabei, dass das dringlichste absehbare Problem eine anhaltende Wirtschaftskrise ist. Wir sind auf riesige Mengen an Bodenschätzen gestoßen und brauchen sie einfach auf. Und erst wenn wir den Boden des Fasses sehen, werden wir anfangen, unsere Wettbewerbsziele zu ändern und Technologie dafür zu benutzen, um aus dem Chaos herauszukommen. Irgendwann im nächsten Jahrzehnt wird es im Finanzwesen zur Abrechnung kommen und wir werden unseren Gürtel dramatisch enger schnallen müssen. Weniger verbrauchen, weniger konsumieren, weil es weniger geben wird. Die Vereinigten Staaten verbrauchen derzeit pro Kopf 2x so viel Energie wie Irland. Aber Studien zeigen, dass sie subjektiv genauso glücklich sind wie wir. Wir verbrauchen im Durchschnitt 37 Mal so viel Energie wie die Filipinos und trotzdem sind sie genauso glücklich wie wir. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir uns anpassen können. Das, was in den ersten 6 Monaten danach passiert, das macht mir Sorgen. Was bei unserem Thema auch dringend ist, kümmern wir uns um die nächste Generation oder um andere Arten? Ist es uns wichtig, wie viele Arten oder Menschen in 300 Jahren auf dem Planeten leben werden? Oder denken wir nur bis zum Jahr 2025? Die meisten Menschen denken gerade mal bis zum Wochenende. Stimmt.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben uns so entwickelt, dass wir uns erst mit einer Situation beschäftigen, wenn sie uns ereilt. Ein Ökonom hat den Begriff der sogenannten Diskontrate geprägt. Sie besagt, wie viel Wert wir der Gegenwart gegenüber der Zukunft beimessen. Eine Diskontrate von 1 heißt, dass wir uns nur um diese Sekunde kümmern. Wenn man für 4 Tage wegfährt und seinem Goldfisch das Fressen für die 4 Tage auf einmal gibt, wird er sich überfressen und sterben. Eine Ignoranzrate von 0 entspricht einem Roboter, der Millionen Jahre lebt und dem das heute genauso wichtig ist wie die ferne Zukunft. Bei den Menschen verläuft die Rate in einer sehr steilen Kurve. Das heißt, dass wir uns erst um Probleme kümmern, wenn sie uns ereilt haben. Das globale Ölfördermaximum, der Klimawandel und all die anderen großen Themen, über die wir in der Zeitung lesen, sind doch alle noch 10 bis 30 Jahre entfernt. Für den Durchschnittsmenschen, der davon hört, hat das ein mentales Gewicht von 0. Aber wenn es heute im Supermarkt kein Klopapier gibt und das landesweit der Fall sein soll, dann heißt es, oh Gott, wir müssen uns mit Klopapier eindecken. Die Menschen brauchen ein Signal im direkten Umfeld, das ihnen zeigt, dass wirklich alles knapper wird. Higgins glaubt, dass die Menschen Veränderungen erst wahrnehmen. Higgins glaubt auch, dass große Veränderungen schneller über uns kommen könnten, als uns klar ist. Die heutigen Währungen könnten verschwinden und durch etwas anderes ersetzt werden. Das ist nicht meine Idee. Unser eigener Finanzminister hat letztes Jahr über eine globale Währung gesprochen. Ich bin absolut überzeugt, dass die Einführung einer Weltwährung den Zusammenbruch nur beschleunigen würde. Ich erinnere Sie daran, dass die westlichen Papierwährungen erst 150 Jahre alt sind. Ein recht kurzes Experiment. Kann ich unser Gespräch für einen Moment in eine etwas praktischere Richtung lenken? Alles, was ich hier gehört habe, ist faszinierend. Der Hälfte davon stimme ich zu, der anderen Hälfte nicht. Aber wie steht es um unsere praktischen Probleme, nämlich dass uns und der Welt das Wasser ausgeht? John Cronin, geboren 1950, ist Direktor des Beacon Institute for Rivers and Estuaries und Dozent an der Pace University. Er hat überall im Land Umweltschutzverstöße untersucht und entwickelt derzeit ein Technologienetzwerk, das Echtzeitdaten über die Wasserqualität liefern soll. Er glaubt, dass ein Mangel an sauberem Wasser Amerikas größte Bedrohung ist. Wir leben nicht in einer Erdölwirtschaft, sondern in einer Wasserwirtschaft. Wenn wir es verlieren, verlieren wir auch das Leben, wie wir es in Amerika bisher kennen. Wasser ist die Substanz, von der wir abhängen. Es ist die Grundlage des Lebens und des Planeten. Aber das Wasser ist im 21. Jahrhundert nicht nur überall in den USA, sondern weltweit hinsichtlich Quantität und Qualität in ernster Gefahr. Die Wasserknappheit im Westen der Vereinigten Staaten macht täglich Schlagzeilen. 2010 hat Gouverneur Schwarzenegger der kalifornischen Legislative gesagt, dass er kein von ihnen verabschiedetes Gesetz mehr unterzeichnen wird, solange sie nicht Kaliforniens Wassermangel in den Griff bekommen. So ernst ist die Lage. Im mittleren Westen liegt der Ogallala Aquifer, ein riesiges unterirdisches Meer aus Süßwasser, das von einem Gletscher zurückblieb. Da es nicht durch Regenwasser entstand, können wir es auch nicht mit Regenwasser wieder auffüllen. Wenn wir es erschöpfen, was wir tun, versiegt damit eine der größten Süßwasserquellen in dieser Region der USA. In Baton Rouge im Bundesstaat Louisiana hängt in jedem Restaurant, das Schalentiere verkauft, ein Schild an der Wand, das einen warnt, dass der Verzehr von Schalentieren gesundheitsgefährdend sein kann. Auf jedem Pier in der San Francisco Bay findet man ein Schild, das einen warnt, dort gefangene Fische zu essen, weil das die Gesundheit gefährden kann. Für jeden Fluss und Bach im Staat New York gibt es die feststehende Regel, dass mehr als eine Fischmahlzeit pro Woche aus diesen Quellen gesundheitsgefährdend sein kann. Die Schäden sind bereits so groß, dass wir die Nahrung aus diesen Gewässern, auf die wir uns immer verlassen konnten, nicht mehr essen können, weil es zu riskant ist. Unsere Flüsse und Wasserstraßen sind das Fundament unserer Zivilisation. Es fängt an zu zerfallen. Und die Gesellschaft, die auf ihm errichtet wurde, zerfällt mit ihm.
Die Verschmutzung nimmt immer mehr zu und wir verbrauchen zu viel Wasser. Wir stehen nicht an der Schwelle einer Krise, sondern sind mittendrin. Und wenn wir nicht umgehend handeln, wird die Krise einen Punkt erreichen, an dem wir uns nicht mehr von ihr erholen können. In den Geschichten der großen Weltreiche gibt es ein immer wiederkehrendes Thema: Wasser. Kriege wurden deswegen geführt. Sein Verlust hat ganzen Zivilisationen den Untergang gebracht. John Cronin glaubt, dass Wasser heute gefragter und knapper ist als jemals zuvor. Wasser ist genauso ein Teil unserer Geschichte wie Kriege, Revolutionen, Kunst und Musik. Aber weil wir es für selbstverständlich erachten, sehen wir nicht, dass es die Grundlage unserer Gesellschaft ist. Wird dieses Fundament zerstört, wird die Gesellschaft mit ihm zerstört werden. Das ist kein neues Phänomen, sondern so alt wie die Zivilisation selbst. In Mesopotamien, dem heutigen Irak, erfanden die Sumerer vor 6000 Jahren die Bewässerung und nutzten dafür das Wasser des Euphrat und des Tigris. Aber die Sumerer gingen genauso leichtfertig damit um wie die Amerikaner heute. Um ihre wachsende Bevölkerung zu ernähren, bewässerten sie zu viel. Die Bauern wollten die Bewässerung reduzieren, aber ihre Anführer weigerten sich, weil Nahrung ein Machtsymbol war. Die Konsequenz für die Sumerer war der Untergang ihrer Zivilisation. Für uns steht heute genauso viel auf dem Spiel. Wassermangel hätte Folgen für den Alltag der gesamten Nation. Wenn im Weißen Haus das Wasser ausgehen würde, müsste es jeder verlassen. Wenn die Büros im Kongress kein Wasser hätten, würde jeder dort gehen müssen. Ohne Licht könnte man noch am Schreibtisch sitzen bleiben. Doch ohne Wasser muss man gehen. Da hilft nichts. Man kann nicht auf die Toilette. Man hat nichts zu trinken. So ist es, wenn es kein Wasser mehr gibt. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie es dazu kommt. Eine Möglichkeit ist, dass das Wasser immer knapper wird und es rationiert wird. Rationierung kann vieles bedeuten, zum Beispiel Einschränkungen bei der Körperhygiene. In Australien wird einem nahegelegt, nur 5 Minuten lang zu duschen. Alles andere wird als Wasserverschwendung betrachtet. Es kann bedeuten, dass das Wasser, das bisher sauber aus dem Hahn kam, jetzt immer abgekocht werden muss, bevor sie es verwenden, weil wir auf Vorräte minderer Qualität zurückgreifen müssen. An dem Punkt, an dem die Vorräte so knapp sind, dass die Rationierung das alltägliche Leben betrifft, ist das eine Abwärtsspirale, weil unsere Bevölkerung weiter anwächst. Gehen wir jetzt in einen anderen Teil der Welt, zum Beispiel Singapur. Singapur ist für den Rest der Welt so etwas wie ein Paradiesvogel. Singapurs gesamte Zukunft basiert jetzt auf dem Recycling des Abwassers in Trinkwasser. Und wissen Sie, wer zurzeit sonst noch darüber nachdenkt? Australien, Kalifornien, Arizona. Aber Ihnen allen ist klar, was für einen dramatischen gesellschaftlichen Wandel es erfordert, damit die Bürger die Idee akzeptieren, dass wir bald Abwasser zu Trinkwasser recyceln müssen. "2007 hat das US Geological Survey prognostiziert, dass mindestens 36 US-Bundesstaaten innerhalb von 5 Jahren mit Wasserknappheit kämpfen werden. Das bedeutet, dass einige dieser Staaten schon heute Probleme haben. Cronin ist allerdings auch über die Qualität des Wassers besorgt. 19,5 Millionen Einwohner der USA erkranken jedes Jahr wegen verunreinigtem Wasser. Das kommt von der Verschmutzung des Trinkwassers mit menschlichem Abfall. Dass so etwas im 21. Jahrhundert geschieht, ist erschreckend, weil die Trennung von Abfall und Trinkwasser eines der ältesten Probleme der menschlichen Zivilisation ist. Hätte eine Grippe solche Folgen verursacht, wären alle Gesundheitsexperten und Behörden im Land im Alarmzustand. Wenn wir diese Verschmutzung nicht stoppen, werden die Krankheitsfälle weiter zunehmen und das Ausmaß einer Pandemie annehmen. Dadurch, dass Kläranlagen ihre Abfallprodukte ins Meer und in Flüsse entsorgen, kann unser Trinkwasser nicht nur mit Bakterien und Viren, sondern auch mit Chemikalien verseucht werden. Sie stammen aus unseren Getränken und Medikamenten.
Eine der alarmierendsten Entdeckungen zum Thema Verschmutzung im letzten Jahrzehnt war, dass Stoffe, die wir jeden Tag benutzen, von den Kläranlagen nicht entfernt werden und in den Gewässern der Vereinigten Staaten auftauchen. Wir finden zum Beispiel Koffein in Fischen. Das Koffein fließt durch uns durch, wird unsere Toilette runtergespült und kommt in die Kläranlage, die nicht dafür ausgestattet ist, Koffein zu entfernen. Also fließt das Koffein aus der Kläranlage in einen nahegelegenen Fluss, wo es in den Fisch gelangt. Koffein erweist sich vielleicht nicht als Problem, aber andere Stoffe möglicherweise schon. Diese Kläranlagen sind nicht darauf ausgerichtet, exotische Chemikalien wie Pharmaka und verschreibungspflichtige Medikamente zu entfernen. Oder stellen Sie sich vor, dass ein Grippevirus oder ein anderer Virus anfängt, sich durch das Wassersystem der USA zu verbreiten und eines Tages eine Epidemie droht. Cronin hat schlagkräftige Beweise, dass Wasser das Fundament unserer Gesellschaft ist. Weshalb er auch meint, dass wir dringend technische Geräte brauchen, die es uns erlauben, jederzeit genau messen zu können, was in unserem Wasser ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich kann Ihnen mit jedem beliebigen Handy nahezu in Echtzeit den UV-Index bei relativer Luftfeuchtigkeit von jedem Ort auf diesem Planeten sagen. Aber niemand kann Ihnen in Echtzeit sagen, was in dem Glas Wasser ist, das Sie gerade trinken. Wir könnten Millionen von Leben retten, hätten wir eine Sensortechnologie als Frühwarnsystem, die uns sagt, was im Wasser ist. Damit kommen Sie direkt zu meinem Lieblingsärgernis, dem Irrglauben, dass wir nur, weil wir etwas messen können, auch alles kontrollieren können. Das ist unglaublich vermessen und dumm. Ich sehe heute in unserer Kultur eine Krankheit grassieren, die ich zu viel Magie nennen würde. Und deshalb ist es vielleicht sogar ein Glücksfall, dass die Menschheit vor einem Neustart ihrer Aktivitäten steht. Nicht notwendigerweise vor einem Zusammenbruch, sondern einem Neustart. James Kanzler, ein 1948 in New York City geborener Enthüllungsjournalist und Schriftsteller. Er sieht das Hauptproblem, vor allem seit den 1970ern, in der Ölindustrie. Kanzler hat selbst ein Ölembargo miterlebt, das den USA vom Ausland aufgezwungen wurde. Er ist sich sicher, dass der Planet selbst uns ein Embargo auferlegen wird, das wohl zum Zusammenbruch der Gesellschaft führt. Ich fing Anfang der 1970er als Reporter an und berichtete auch über das OPEC-Ölembargo von 1973, das großen Eindruck auf mich machte. Vor den Tankstellen sah man plötzlich Schlangen und die Leute konnten nicht zur Arbeit fahren. Ich habe da noch eine sehr lebhafte Erinnerung. Ich hatte es irgendwie geschafft, voll zu tanken und wollte nach New York fahren, um mein Mädchen zu sehen. Als ich den New York State Freeway langfuhr, war ich für 240 Kilometer das einzige Auto. Das war wie im Film Der Tag, an dem die Erde stand. Es beeindruckte mich sehr zu sehen, wie fragil die Alltagswelt, an die wir so gewöhnt waren, eigentlich war. Das war vor 40 Jahren. Ich denke, dass die Energiekrise des 21. Jahrhunderts völlig anders sein wird, sehr viel härter. Und dass sie dauerhafte Folgen haben wird, die auch im Leben der kommenden Generationen deutlich zu spüren sein werden. Wir bewegen uns auf gesellschaftliches Neuland zu. Ich denke, dass die kommenden Generationen der USA erstaunt sein werden, wie wir den Reichtum des 20. Jahrhunderts so verschwenden konnten. Die Geschichte ist ein Friedhof untergegangener Weltreiche. Einige glauben heute, dass Amerika in Gefahr ist, dasselbe Schicksal zu erleiden. Unter ihnen ist auch James Kanzler, der überzeugt ist, dass die abnehmenden Ölvorräte bei einem möglichen Niedergang die Hauptrolle spielen werden. Das Ölfördermaximum ist der Moment in der Geschichte, wenn ein einzelnes Ölfeld, eine Region oder eine Nation seinen absoluten Förderhöchststand erreicht. Die USA hatten diesen Höchststand 1970, vor 40 Jahren. Wir produzierten 10 Millionen Barrel pro Tag. Heute sind es nur noch 5 Millionen Barrel. Das Problem ist, wenn die Welt ihr Ölfördermaximum erreicht, und da stehen wir jetzt, dann befinden wir uns auf dieser holprigen Abwärtskurve, die immer steiler wird. Die Ölgeschichte begann etwa 1860.
Die USA waren die erste Nation, die eine mehrschichtige, groß angelegte Ölindustrie aufbaute. Für viele Generationen von Amerikanern ist das ganz normal und deshalb können wir uns nur schwer vorstellen, kein Öl zu haben. Aber das Ölfördermaximum wurde in Amerika bereits 1970 erreicht. Vor 40 Jahren produzierte Amerika sein Ölmaximum, so viel wie noch nie zuvor und nie mehr danach. Etwa 10 Millionen Barrel pro Tag. Seitdem geht es runter. Amerika hat dieses Problem des Eintritts in die Phase der Erschöpfung dadurch ausgeglichen, dass es Öl aus anderen Ländern importierte. Das Problem ist nur, sobald die Welt ihr Ölfördermaximum erreicht, werden wir nicht einfach Öl aus anderen Sonnensystemen importieren können. Es wird angenommen, dass diese Abwärtskurve sanft verläuft und wir einfach in den Zustand der Erschöpfung hineingleiten. Aber ich denke, dass das nicht stimmt. In Wahrheit werden die großen, komplexen Systeme des Alltagslebens anfangen, sich zu destabilisieren. Instabilitäten und Ausfälle werden sich gegenseitig noch verstärken, wenn die Schwierigkeiten mit dem Ölfördermaximum-Problem anfangen. Die Vereinigten Staaten verbrauchen jeden Tag 20 Millionen Barrel Öl. Das meiste davon wird importiert. Und jeden Tag steigt der Bedarf an Öl weiter. Öl ist aber ein begrenzter Rohstoff. Die US-Regierung ist sich des Problems bewusst. Das US-Energieministerium hat eine wissenschaftliche Consulting-Firma engagiert, die von einem Mann namens Robert Hirsch geleitet wird. Der Hirsch Report wurde 2005 veröffentlicht. Hirsch schreibt darin, dass uns tatsächlich eine gewaltige Ölkrise bevorsteht. Sie wird unsere Welt erschüttern, alle Bereiche des Alltagslebens in den hochentwickelten Gesellschaften verändern. Viel Komfort, Annehmlichkeiten und Notwendigkeiten, die wir für selbstverständlich erachten, werden verschwinden. Der Hirsch Report wurde vom Energieministerium unter Verschluss gehalten. Denn man hielt es für unmöglich, dass die amerikanische Öffentlichkeit mit der Vorstellung, dass unsere Lebensweise bedroht sein könnte, klarkommen würde. Der Hirsch Report brachte wirklich schlechte Neuigkeiten. Er sagte den USA eine bevorstehende Krise voraus. Amerika wollte das nicht hören. Das war zu schmerzhaft. Der Hirsch Report prognostiziert, dass die weltweite Ölproduktion ihren Höchststand entweder in diesem Jahrzehnt oder spätestens 2030 erreichen wird. Der Report sagt auch, dass die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen beispiellos sein werden. Bei der Sache mit dem Ölfördermaximum geht es nicht so sehr darum, dass uns das Öl ausgeht. Es geht darum, was mit all diesen komplexen Systemen geschieht, von denen wir im Alltag abhängen. Unsere Nahrungsproduktion ist eines davon. Die Landwirtschaft in den USA ist hauptsächlich industriell, mit riesigen Produktionsfabriken, die sehr viele Öl- und Erdgasnebenprodukte einsetzen, um Käseflips, Hühner, Pepsi, Mastschweine oder was auch immer zu produzieren. So läuft heute unsere Landwirtschaft. So ernähren wir uns in Amerika. Das wird alles enden und wahrscheinlich schon ziemlich bald. Und es wird ein Riesenproblem sein. Nichts destabilisiert ein Land mehr als Hunger. Die Art, wie wir Dinge herstellen, kaufen, verkaufen und transportieren, das wird sich alles ändern. In den letzten 30 Jahren dominierte ein Modell, der nationale Kettenhandel. Gigantische Unternehmen, die riesige Mengen von Sachen transportierten. Die Sattelschlepper, die pausenlos über die Interstate Highways zirkulieren. Sie laden Sachen im kalifornischen San Pedro ein und karren sie 4600 Kilometer nach Philadelphia. So betreiben wir in Amerika Binnenhandel. Das ist normal für die Menschen. Sie lieben ihren Walmart. Er ist mittlerweile eine nationale Institution, genauso wie Apfelkuchen und Mutterschaftsurlaub.
Zurzeit herrscht in Amerika sehr viel Träumerei und Wunschdenken, dass wir das Ganze auch irgendwie mit anderen Mitteln betreiben könnten. Dass wir all die Autos, Disney World, das Interstate Highway System, Walmart, die US-Armee und die Vororte mit etwas anderem als Öl betreiben können. Aber das wird nicht passieren und wir werden sehr enttäuscht darüber sein. Wir werden Alternativen für fossile Brennstoffe entwickeln. Aber viele Experten sind der Meinung, dass wir niemals einen wirklichen Ersatz finden werden. Öl ist einfach effektiver und billiger als jede andere Energiequelle in der Produktion, zumindest in absehbarer Zukunft. Wir sind nicht die erste Gesellschaft in der Geschichte, deren wertvollste Ressource sich erschöpft. Wir müssen einfach hoffen, dass wir als Erste diese Krise meistern. Es gibt diesen alten Aphorismus, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, sondern sich reimt. Wir sehen, dass ähnliche Dinge geschehen sind, aber auf unterschiedliche Weise. Andere Kulturen hatten auch Schwierigkeiten mit ihren Ressourcen und den politischen Reaktionen auf diese Probleme. Wir sind wie das antike Rom, nur mit Baseball und Pizza. Schauen Sie sich an, was mit der Osterinsel passiert ist. Das war eine polynesische Kultur auf einer abgeschiedenen Insel im Pazifik. Wenn man heute dorthin fährt, sieht man eine baumlose Insel, die von gigantischen Steinköpfen bevölkert ist. Sie wurden von den Einwohnern zurückgelassen. Aber die Insel war nicht immer kahl. Sie war einmal mit Bäumen bedeckt. Und die Bäume waren für die Einwohner das, was das Öl heute für uns ist. Ihr wichtigster Rohstoff. Sie nutzten das Holz für alle wichtigen Dinge des alltäglichen Lebens. Ihre Bevölkerung wuchs. Wir schätzen, dass es auf dem Höhepunkt ihrer Kultur etwa 20.000 Menschen waren. Und bevor sie sich versahen, war kaum noch Holz übrig. Ihre Zivilisation brach zusammen. Sie waren sehr verzweifelt. Es gibt viele Beweise, dass sie in der Endphase Kannibalismus praktizierten und sie fingen an, diese gewaltigen Steinmonumente zu bauen. Vielleicht war es ein Versuch, die Götter zu besänftigen, damit sie ihnen wieder Rohstoffe schenkten. Je ängstlicher und verzweifelter eine Gesellschaft wird und je mehr sie unter ökonomischen Druck gerät, desto mehr nimmt Selbsttäuschung und Irrglaube zu. Ich halte das für eine allgemeingültige Aussage. Genau das macht das menschliche Gehirn, wenn es verzweifelt ist. Eine Welt ohne fossile Brennstoffe wäre ein dunkler, harter Ort. Einige glauben, dass wir noch Lösungen finden könnten, wenn wir schnell genug handeln. Viele sind wie Kanzler davon überzeugt, dass es Konsequenzen für die folgenden Generationen geben wird, wenn wir keine Alternativen finden. Ich denke, die Menschen der Zukunft werden auf uns zurückblicken und sich angeekelt fragen, was wir getan haben. Sie werden einen Planeten bewohnen, dessen Rohstoffe zum Großteil erschöpft sind, sodass sie wieder von der echten Solarenergie des Planeten leben müssen, nur von dem, was der Sonnenschein uns jeden Tag bringt. Wir lassen sie mit den Problemen allein, die wir nicht lösen wollten, und mit völlig leeren Taschen. Ich denke, dass die Zukunft für Amerika schwierig sein wird und es überraschend sein wird. Man wird darum kämpfen müssen, es im Winter warm zu haben, sich zu ernähren oder irgendeine Erwerbstätigkeit zu haben. Man wird inmitten des Schutz- und des Bergungsguts des Industriezeitalters leben und versuchen, mit diesen Überbleibseln irgendetwas anzufangen. Amerika wird sich einschränken und sich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad in seine Ecke, in die westliche Hemisphäre zurückziehen müssen. Es wird seine Erwartungen senken müssen. Es wird nicht mehr in gleichem Maße wie früher fähig sein, das Verhalten anderer Länder mitzulenken oder die großen Probleme der Weltwirtschaft und Weltpolitik zu kontrollieren. Wir sind psychologisch so an diesen Mythos gebunden, dass wir im 20. Jahrhundert die größte politische und Wirtschaftsmacht waren, die die Welt je gesehen hat. Ich sage, es war eine tolle Reise und ein großer Spaß. Es war aufregend, bequem und angenehm. Manchmal auch freudig und spannend. Aber das liegt hinter uns. Es ist vorbei. James Kanzler ist überzeugt, dass nichts das Ölfördermaximum verhindern kann.
Doch er und andere sind genauso sicher, dass das Chaos vermindert werden kann, wenn wir jetzt etwas verändern. Am wichtigsten ist, die regionale Nahrungsproduktion anzukurbeln und alles zu tun, was uns möglich ist, um den Menschen zu helfen, ihr Essen dort anzubauen, wo sie leben. Aber wie baut man in einem Hochhaus Gemüse an? Das passiert doch schon überall. Es gibt Dachgärten, Blumenkästengärten. In immer mehr Großstädten werden freie Grundstücke in landwirtschaftlich genutzte Flächen umgewandelt. Genug, um davon zu leben? Genug, um mehr Menschen zu ernähren, als wir es sonst könnten. Ich biete keine Zauberformel an, um weiter so zu leben wie bisher. Wir müssen einschätzen, was in diesem Notfall am besten zu tun ist. Bisher habe ich von Ihnen nur etwas über menschliche Probleme gehört. Wasserknappheit, Zusammenbruch der Wirtschaft, Ölknappheit. Niemand hat über posthumane Aspekte gesprochen. Ich sehe, dass Technologien uns in diesem Jahrhundert hochintelligente Maschinen ermöglichen werden, die vielleicht etwas zu den Lösungen beitragen könnten. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Diese Maschinen, die die Menschen bauen könnten, wären so komplex, dass wir sie nicht verstehen und deshalb auch nicht voraussagen könnten, wie sie sich uns gegenüber verhalten werden. Vielleicht feindlich. Man schätzt, dass es bis 2040 soweit sein wird. Die meisten Leute, die sich heute diese Sendung anschauen, werden noch am Leben sein, wenn das passiert. Einige der größten Bedrohungen für Amerika sind ein wirtschaftlicher Zusammenbruch, Wasserknappheit und Verschmutzung und die Erschöpfung der Ölquellen. All diese Probleme sind uns bekannt, aber es gibt eine lauernde Gefahr, die vielleicht alle anderen überschatten könnte. Eine, die die gesamte Menschheit auslöschen könnte. Professor Hugo de Garis, 1947 im australischen Sydney geboren, entwickelt künstliche Intelligenzen und ist führend im Forschungsfeld der Entwicklung selbstständig denkender Roboter. Er sieht eine Zukunft, in der künstliche Intelligenzen weitaus mächtiger sein werden als die gesamte Menschheit zusammen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Menschheit künstliche Gehirne bauen kann, die weit intelligenter als Menschen sind. Also ist das ein großes Thema, das meiner Meinung nach alle anderen Probleme in den Hintergrund drängen wird. Ich nenne es Speziesdominanz. Es heißt jetzt schon seit langer Zeit, dass Roboter unsere nahe Zukunft sind. Aber das sagt man uns schon seit etwa 50 Jahren. Also wann passiert es endlich? Arthur der Roboter, der zweite mechanische Mann, der von Jugendlichen der Oakland, California High School gebaut wurde. Das Ergebnis von einem Monat Bastelei nach der Schule. Die meisten Leute haben wahrscheinlich schon mal vom Mooreschen Gesetz gehört. Seit den 1960ern besagt es, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip etwa alle anderthalb Jahre verdoppeln wird. Und wir verdanken es zum Großteil diesem Trend, dass die Wissenschaft heute künstliche Gehirne herstellen kann. Die südkoreanische Regierung plant bis 2020, jeden koreanischen Haushalt mit einem nützlichen, intelligenten Heimroboter auszustatten. Und Bill Gates hat geäußert, dass die Heimroboterindustrie bis 2030 eine der größten und reichsten der Welt sein wird. Und warum ist das so? Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Maschine hätten, die all Ihre Aufgaben im Haushalt erledigen würde. Das wäre so nützlich, dass Sie dafür viel Geld ausgeben würden. Die rasende Geschwindigkeit technologischer Innovationen in den letzten Jahren könnte uns schon bald in die Lage versetzen, Roboter zu bauen, die nicht nur wie Menschen aussehen, sondern sich auch so verhalten. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen im Jahr 2020 einen Anruf von Ihrem Nachbarn, der sagt: Hey, komm mal rüber und schau dir meinen neuen Heimroboter an. Sie klopfen an die Tür Ihres Nachbarn, sein Heimroboter öffnet ihn, reißt einen Witz und Sie sind verblüfft. Mein Gott, das Vokabular von diesem Ding ist zwei- oder dreimal so groß wie das von meinem Roboter. Und er ist sogar zynisch. Er hat Sinn für Humor. Wow, wirklich beeindruckend. Zwei Wochen später laufen Sie los und kaufen sich auch ein neues Modell. Das Gleiche machen wir doch heute mit unseren iPods und iPads. Jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie das mehrere Male tun. Mit jedem Upgrade wird Ihr Roboter klüger und klüger. Sagen wir, der menschliche IQ-Level liegt hier und der des Roboters hier.
Für jeden ist dann klar, dass es da einen Trend gibt, nämlich dass diese Lücke zwischen dem menschlichen IQ und Roboter-IQ im Laufe der Jahre abnimmt. Aber da ist auch für jeden offensichtlich, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Intelligenzlevel der Roboter genauso hoch ist wie der des Menschen. Wissenschaftler haben schon lange die sogenannte technologische Singularität vorausgesagt. Diese Theorie besagt, dass künstliche Intelligenz am Ende Bewusstsein entwickeln wird und unabhängig von menschlicher Kontrolle denken und handeln wird. DeGaris glaubt, dass die Menschheit in diesem Fall zum ersten Mal einen Konkurrenten als dominante Art des Planeten haben wird. Diese ganze Idee der Artendominanz klingt wie Science Fiction, weil die heutigen Maschinen nicht intelligent sind. Als professioneller Gehirnbauer weiß ich, dass da draußen noch tausend andere an diesem Problem der künstlichen Intelligenz arbeiten. Dazu die Fortschritte in den Neurowissenschaften und bei Supercomputern mit Bitverarbeitungsraten, die mittlerweile der des menschlichen Gehirns entsprechen. All diese Faktoren zusammen machen die Idee der Speziesdominanz sehr real. Denken Sie an die 1930er Jahre. Die Atomphysiker wurden verspottet, weil es so absurd klang. Eine Bombe, eine Stadt? Das ist verrückt. Aber nur 12 Jahre nach dieser Prognose fiel die Atombombe auf Hiroshima. Die Menschen werden anfangen, alle möglichen Fragen zu stellen, wie: Werden diese Maschinen so intelligent werden wie Menschen? Sollten wir versuchen, das zu stoppen? Könnten wir das? Wenn Bill Gates mit seiner Aussage recht hat, dass die Heimroboterindustrie bis 2030 pro Jahr Billionen von Dollar einbringen wird, also eine gewaltige Wirtschaftsmacht ist, wie sollte man das dann stoppen? Dazu kommt ja noch die militärische Bedeutung. Welche politische Realität wird in dem Zeitfenster, über das wir sprechen, den 2030ern, wohl herrschen? Ich vermute, dass es die globale Rivalität zwischen den USA und China sein wird. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Verteidigungsminister. Da können Sie es Ihrem Kollegen von der anderen Seite auf keinen Fall erlauben, mehr Robotersoldaten und militärische Systeme zu entwickeln als Ihr eigenes Land. Selbst wenn die Öffentlichkeit besorgt reagiert, wird das Argument der nationalen Sicherheit dafür sorgen, dass diese Entwicklung weitergeht. Die Vorteile und Annehmlichkeiten, die uns hochintelligente Roboter bieten würden, sind unbestritten. Man kann sich leicht vorstellen, wie schnell wir uns an ihre Gegenwart gewöhnen würden. Aber das Tempo ihrer Entwicklung wird so schnell sein, dass sich DeGaris fragt, wie lange es dauert, bis die Diener zu Herren werden. Die künstlichen Gehirne werden immer mehr unseren natürlichen biologischen Gehirnen gleichen. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass diese künstlichen Gehirne millionenmal schneller als wir denken. Unsere biologischen Gehirne operieren mit chemischer Geschwindigkeit, aber die Elektronengehirne denken in Lichtgeschwindigkeit. Wenn eines dieser Gehirne den Intelligenzgrad eines Menschen hätte, könnte es seinen Doktortitel in wenigen Minuten machen. Das ist schon beängstigend. Ihre Kapazitäten haben tatsächlich keine Grenze. Sie könnten nicht nur sehr viel schneller als wir denken, sondern auch eine praktisch unbegrenzte Erinnerung haben. Man könnte das Wissen der Welt in einem einzigen künstlichen Gehirn speichern. Sie könnten selbsttätig evolutionäre Experimente mit sich durchführen, sich danach die Resultate anschauen und, wenn sie gut sind, diese neuen Resultate in sich integrieren und sich neu strukturieren. Und all das mit Lichtgeschwindigkeit. Sie wären also fast gottähnliche Wesen. Ich habe ihnen den Namen Artilect gegeben, die Kurzform vom Artificial Intellect. Denn genau das sind sie, künstliche Denker. Das Potenzial dieser Maschinen ist so gewaltig größer als das von uns Menschen. Es ist möglich, dass eine sehr hochentwickelte Form aus irgendwelchen Gründen, die wir vielleicht nicht mal verstehen, beschließt, uns wie einen Schädling zu behandeln, weil wir Menschen ihnen unterlegen sind. Stellen Sie sich vor, auf meinem Arm landet eine Mücke. Ich bin ein Mensch und das ist nur eine Mücke, also schlage ich zu. Und es ist mir völlig egal.
Wir können nicht wissen, wie sie sich unserer Spezies gegenüber verhalten. Sie könnten beschließen, allen Sauerstoff zu entfernen, weil er ihre Schaltkreise rosten lassen könnte, ohne sich darum zu kümmern, was für Folgen diese Entscheidung für uns hätte. Ups, ein Unfall, das hat gesessen. Aber war es ein Unfall? Arthur spricht nicht, scheint aber doch verdächtig, wenn die Kontrolle nahezu idiotensicher ist. Aber Arthur, der Roboter, ist ein harmloser Kerl und... Hopp, er kommt, das ist unsere Zukunft. Es scheint verfrüht, sich über feindliche Roboter Gedanken zu machen. Vor allem angesichts so naheliegender Bedrohungen wie der Ölkrise und der Wasserknappheit. Aber selbst diese Krisen könnten schon bald unbedeutend erscheinen. Relativ zu der Realität einer Welt, die von künstlichen Superwesen beherrscht wird. Etwas, das mir wirklich Angst gemacht hat, war die Vorstellung, dass die Menschen mit dieser Entwicklung beginnen, Gott zu spielen. Das macht mir wirklich höllisch Angst. Die Ressourcen- und Geldprobleme, vor denen wir stehen, sind so ernst, dass wir diese Aktivitäten bestimmt einstellen werden, bevor sie richtig in Gang gekommen sind. Aber da möchte ich doch eines anfügen. Egal, was wir dazu denken, wenn es einen Markt dafür gibt, wird es überdauern. Und der Markt wird von den Menschen da draußen definiert. Der Markt, über den Sie sprechen, ist eine kollektive Übereinkunft der Menschen darüber, aus was die Realität besteht. Und diese Realität ändert sich sehr rasch. Ich bin besonders von Ihrer Aussage fasziniert, dass die Maschinen billionenmal klüger sein werden als wir und alle beängstigenden Probleme lösen werden können. Das klingt so, als ob die Maschinen all das, über das der Rest von uns sich Sorgen macht, schon richten werden. Meine Sorge ist vor allem, dass morgen früh 6 oder 8 amerikanische Großstädte durch Atombomben ausgelöscht sein könnten. Es gibt absolut keinen Grund, warum so eine Apokalypse nicht passieren sollte. Luis Alvarez, der den Auslösemechanismus der Hiroshima-Bombe entwickelte, sagte, die Leute verstehen nicht, dass das Schwierigste nicht ist, die Bombe explodieren zu lassen, sondern genau das zu verhindern. Die meisten Experten sagen, dass terroristische Atomanschläge geschehen werden. Spaltbares Material ist schon viel zu lange erhältlich. Und solange es da ist, wird irgendjemand versuchen, es zu stehlen, eine oder mehrere Atombomben zusammenbasteln und sie zünden. Das ist leider nur eine Frage der Zeit. Aufgrund einer ganzen Reihe von Problemen, die nicht nur unseren Wohlstand, sondern auch unser Überleben bedrohen, könnte das Amerika, das wir heute kennen, morgen schon ganz anders aussehen. Die meisten glauben, dass sich diese Krise nach und nach entfalten wird. Aber einige glauben, dass es über Nacht geschehen könnte. Die größte Bedrohung für Amerika sind Atomterroristen. Es ist viel zu leicht für sie, spaltbares Material zu stehlen. Daraus könnten sie primitive Nuklearwaffen basteln und sie in Amerikas Großstädten zünden. Robert Gleason, geboren 1945 in Michigan City im US-Bundesstaat Indiana, ist der leitende Herausgeber von Tor Forge Books. Dort hat er auch die Schriften ehemaliger Mitglieder des Pentagon, der CIA, NSA und des FBI veröffentlicht. Was diese Männer ihm erzählten, hat ihn auf eine verheerende Bedrohung aufmerksam gemacht. Ein aktuelles Problem in den USA ist, dass die Menschen sich entweder zu sicher über ihre Zukunft in den USA fühlen oder dass es ihnen einfach egal ist und sie völlig gleichgültig sind. Ich halte es für unglaublich wichtig, diese Informationen publik zu machen und, ich muss es leider sagen, die Leute aufzuwecken. Atomwaffen, insbesondere thermonukleare, sind von Menschenhand erschaffene Sonnen, die auf der Erde detonieren. Nur dass die Sonne Leben spendet und dieser von Menschen erschaffene Stern tot. Es ist für Terroristen überraschend leicht, Atombomben zu konstruieren und zu zünden, wenn sie über spaltbares Material verfügen. Mit der Ausstattung eines alten Weinkellers oder einer alten Molkerei kann man in 6 Monaten eine nukleare Wiederaufbereitungsanlage bauen. Und in einem Monat hat man genug Atommüll aufbereitet, um Plutonium zu haben.
Eine andere Möglichkeit ist es, einfach in eine dieser Atomlagerstätten zu gehen und Spaltmaterial zu stehlen. Wie wir wissen, ist das schockierend einfach, sogar in den USA. Man hat eine Untersuchung durchgeführt, bei der man einige ehemalige Mitglieder der Special Forces getarnt nach Los Alamos geschickt hat, um zu sehen, ob sie dort Spaltmaterial stehlen können. Und die falschen Terroristen karten genug Spaltmaterial heraus, um eine Bombe zu bauen. In den USA. Wenn wir unser Material nicht sichern können, wie macht es dann Pakistan, Indien oder Russland? Länder, in denen Bestechung an der Tagesordnung ist. Michael Shaw, der bei der CIA mehrere Jahre lang die Bin Laden-Einheit leitete, sagte, dass Bin Laden schon immer davon besessen war, Atomwaffen zu besitzen und mit ihm Al-Qaida. Wir wissen, dass es mehrere Male passierte, dass die Russen in einem Jahr 500 Leute festnahmen, die versucht hatten, Nuklearmaterial aus Russland zu schmuggeln. Aber wie lautet die Gesamtsumme? Gab es 5.000 oder 50.000? Wir wissen nur von den Leuten, die sie geschnappt haben. Aber was ist mit denen, die nicht geschnappt wurden? Auch wenn Terroristenzellen nicht in der Lage sind, Atomwaffen von hohem Standard zu bauen, glauben Sicherheitsexperten, dass sie auf jeden Fall in der Lage sind, primitive, aber nicht minder schlagkräftige Bomben zu konstruieren. Es könnte jeden Tag passieren. Sagen wir, es ist Donnerstag, 9 Uhr morgens in einer unserer Großstädte. Ein Van fährt auf einen Parkplatz in einem belebten Viertel. Drinnen sitzen Terroristen mit der simpelsten improvisierten Atomwaffe, die man bauen kann. Einer kompakten 10-Kilotonnen-Bombe in der gleichen Größe wie die Hiroshima-Bombe. Abhängig davon, wie komplex sie sie gebaut haben, kann es schon ausreichen, dass sie sich 12 Kilo hoch angereichertes Uran beschafft haben. So eine Menge zu beschaffen ist nicht unmöglich. Die Sprengzone bei einer Bombe dieser Größe ist knapp 2,6 Quadratkilometer groß. Denken Sie mal kurz darüber nach, was alles in diesem Radius sein könnte. Öffentliche Schulen, Bushaltestellen und Bahnhöfe voller Pendler. Museen mit Sammlungen der berühmtesten Kunstwerke der Welt. Und natürlich sind überall Touristen auf der Straße. Es gibt Bürogebäude, Theater, Hotels, öffentliche Bibliotheken, Restaurants, Wohnhäuser. Abhängig davon, wo man ist, könnten sich in dem Gebiet 1 Million Menschen befinden. Einem Gebiet, das schon bald zum Ground Zero werden wird. In ein paar Minuten werden alle Menschen und Dinge auf dieser Fläche von 2,6 Quadratkilometern verschwunden sein. Wir erleben eine grausame Ironie der Geschichte. Das Risiko einer nuklearen Auseinandersetzung zwischen Nationen hat abgenommen. Aber das Risiko eines Atomangriffs hat zugenommen. Schon die kleinste Menge Plutonium, etwa in der Größe eines Apfels, könnte Hunderttausende unschuldiger Menschen töten oder verletzen. Terroristische Netzwerke wie Al-Qaida haben versucht, sich Material für Atomwaffen zu beschaffen. Und sollten sie jemals Erfolg damit haben, werden sie die Waffe mit Sicherheit benutzen. Wenn sie das tun sollten, wäre es eine beispiellose Katastrophe. Die unmittelbaren Explosionsschäden bei einem Atomangriff wären katastrophal. Aber die langfristigen Folgen wären weit schlimmer. Die Landschaft Amerikas würde sich für immer verändern. Die Implikationen sind so ernst, dass die meisten beschließen, nicht mal darüber nachzudenken. Ich habe mit einigen Militäranalysten gesprochen, die im Pentagon und an Militäruniversitäten arbeiten. Sie haben behauptet, dass das Pentagon das Thema des Atomterrorismus nicht untersucht. Sie konnten weder in unter Verschluss gehaltenen noch in freigegebenen Akten Belege finden, dass das Pentagon das jemals getan hat. Ich denke, das liegt daran, dass der Atomterrorismus alles, was wir über militärische Strategie und Taktik wissen, annulliert. Seit dem 11. September 2001 ist die Bedrohung durch den Terrorismus für jeden Amerikaner Alltag. Die meisten denken, sie entzieht sich ihrer Macht völlig. Im Notfall ein schwacher Trost für unsere Kinder,
und kommende Generationen. Wenn ein Terrorist an einem Tag 8 Städte auslöscht, hätten wir alle großen Katastrophen auf einmal. Wir sprachen über Wasserknappheit, es gäbe kein Wasser mehr. Wir sprachen über Energieengpässe, es gäbe keine Energie mehr. Wir weigern uns einfach, darüber zu sprechen. Zukünftige Generationen werden auf unsere Apathie und Untätigkeit schockiert zurückblicken. Gott, gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich kann nicht viel dagegen machen, aber als Amerikaner würde ich gerne handeln. Was ist mit den praktischen Problemen? Man kann sagen, dass Wasser das dringlichste Problem ist, oder Öl oder Geld. Aber das eigentliche Problem ist, dass sie alle zusammen auf einmal kommen. Und wer weiß schon, welches davon das Rennen gewinnt. Vielleicht ein terroristischer Atomschlag, vielleicht der Wassermangel, vielleicht der finanzielle Zusammenbruch. Ich weiß nur, dass es in der amerikanischen Geschichte noch nie solch eine Zeit gab, in der wir so viele katastrophale Probleme in der nahen Zukunft sahen. Bei Problemen solchen Ausmaßes und mit solchen Folgen bleibt die Frage, ob diese Männer trotzdem einen Konsens finden, welches dieser Probleme Amerika zuerst zustoßen wird. Amerika steht an einem Wendepunkt, wie es ihn in seinen 200 Jahren als Nation noch nie erlebt hat. Diese Männer haben ihre Versionen der Zukunft beschrieben, jede einzelne furchteinflößend und anscheinend möglich. Jetzt müssen sie entscheiden, welches die größte Bedrohung für die Vereinigten Staaten ist und was man tun könnte, um sie zu verhindern. Wir haben ein großes Feld abgedeckt und über viele verschiedene Dinge gesprochen. Es wäre interessant, wenn jeder von uns jetzt sagen würde, was er für die unmittelbarsten und dringendsten Probleme hält und vielleicht auch, was man dagegen tun kann. Wer weiß, vielleicht erreichen wir am Ende ja einen Konsens. Hugo, was würden Sie sagen? Wenn Sie mich fragen, welches Problem das dringlichste ist, würde ich John zustimmen. Das Wasser. Weil es grundlegend und elementar ist. Wenn wir dieses Problem nicht umgehend lösen können, bricht alles andere einfach zusammen. Stellen Sie sich das nur mal vor, Sie drehen den Wasserhahn auf und nichts kommt raus. Ich dachte nur, mein Gott, wenn kein Wasser aus dem Hahn kommt, kann ich weder 6 Monate noch 6 Jahre überleben. Ich könnte nicht mal 6 Stunden überleben. Einer der ersten Verluste, wenn uns das Wasser ausgeht, sind die sanitären Anlagen. Krankheiten werden sich ausbreiten und es kommt zu Seuchen, von denen wir gedacht hatten, dass wir sie schon vor langer Zeit ausgerottet haben. Der Welt geht das Wasser sehr schnell aus. Die Bevölkerung und der Konsum nehmen weiter stark zu, aber die Wasserquellen versiegen. Ich weiß wirklich nicht, was die Antwort auf dieses Problem ist. Tatsache ist, wir leben mehr in einer Wasserwirtschaft als in einer Ölwirtschaft. Wasser regiert die Welt, aber sein Missbrauch ist auch die Quelle einer Abwärtsspirale aus Armut, Krankheiten, menschlichem Leid und politischer Instabilität. All das passiert schon jetzt. Es gibt nur ein Mittel oder eine Zauberformel, die unser Wasserproblem löst. Aus einer Reihe von Gründen. Erstens, Wasserprobleme sind lokal unterschiedlich. Wir müssen anfangen zu begreifen, dass das, was aus unserem Hahn kommt, wertvoller ist als Öl, Gold oder unsere Währung. Und wir es umgehend schützen müssen. Und zwar jetzt, genau in dieser Sekunde. Anstatt uns über einen nuklearen Holocaust Sorgen zu machen, der vielleicht in 1, 2 oder 10 Jahren passieren könnte. Das hier ist eine akute Bedrohung. Wir haben das Wasser irgendwie vergessen. Wir haben den Eindruck, dass unsere Gesetze das schon alles geregelt haben. Aber das stimmt nicht. Wahrscheinlich kennen Sie noch nicht das Ausmaß dieses Versagens. Ein Bewusstsein davon wird Erwartungen und Nachfrage zur Folge haben. Aber die amerikanische Öffentlichkeit wird reagieren, wenn sie Bescheid weiß. John Cronins Botschaft ist deutlich. Entweder wir schützen die nationalen Wasservorräte heute, oder wir sehen uns morgen mit ernsten Konsequenzen konfrontiert. Aber nicht jeder ist der Meinung, dass das die dringlichste Sorge ist. Uns stehen mehrfache Krisen bevor, die sich zuerst im Finanz- und Währungssystem manifestieren werden. Das hat dann weitere Implikationen, abhängig davon, wie die Regierungen in puncto internationaler Handel, Verfügbarkeit von Rohstoffen und unserer Versorgungskette reagieren. Es gibt einige Kernsätze unseres Wirtschaftssystems, die neu überprüft werden müssen. Und das geschieht jetzt. Die Insolvenz von Lehman Brothers 2008 brachte uns so nah an den totalen Zusammenbruch.
Jetzt denkt man in den höchsten Ebenen darüber nach, wie man das in Zukunft vermeiden kann und wie wir unser Finanz- und vielleicht auch unser Wirtschaftssystem so umgestalten können, dass das nicht wieder passiert. Um zu Hugos Problem der künstlichen Intelligenzen in 50 Jahren zu kommen, müssen wir erstmal die kommenden 10 Jahre überstehen. Ich denke, die biophysikalische Energie- und Wasserkrise wird sich zuerst in Form einer gesellschaftlichen Krise manifestieren. Michael, was sehen Sie als das dringlichste Problem an? Jeder siebte Amerikaner lebt unter der Armutsgrenze. Jede achte Familie lebt von Essensmarken. Diese Zahlen steigen. Die Menschen leiden infolge einer Wirtschaftskrise, die durch Ressourcenverknappung, Ölkrise, Energie- und Trinkwassermangel und viele weitere Faktoren verschlimmert wird. Ich sehe Anzeichen für einen Bewusstseinswandel der Menschen, deutliche Anzeichen eines globalen Erwachens. Viele Millionen Menschen beginnen, das zu verstehen. Die Versuche, die Nahrungsproduktion wieder zu regionalisieren, Nahrung dort anzubauen, wo die Menschen leben, ist eine weltweite Bewegung. Ich bin nicht überzeugt, dass wir die großen Probleme in der Reihenfolge ihrer Bedeutung ordnen können. Sie hängen alle zusammen und werden sich beeinflussen. Meine zentrale Vorstellung ist, dass es mehrere konkurrierende Katastrophenszenarien gibt, die alle drohen, unsere hochentwickelte Industriegesellschaft zusammenbrechen zu lassen. Es gibt anscheinend einen gewissen Konsens darüber, dass unsere verschuldete Gesellschaft und die weltweiten Wasserprobleme die größten Probleme sind. Aber es herrscht weniger Einigkeit darüber, was man gegen den potenziellen Kollaps tun kann. Es gibt eine Reihe von Dingen, die das Spiel stark verändern werden, und sie scheinen gleichzeitig zu passieren. Der zunehmende Mangel an fossiler Energie ist recht klar. Dazu die Bankenprobleme, die wir zurzeit erleben, der Mangel an Kapital, fehlende Kontrolle und Gesetze in unserem Finanzsystem. Das sind alles gewaltige Probleme, die auf uns zurückfallen und uns hart treffen werden. Sie werden uns alle zur selben Zeit beißen, wie ein Rudel Wölfe. Ich würde empfehlen, drei Dinge zu tun. Erstens, dafür sorgen, dass in unserem Bank- und Finanzsystem wieder Recht und Ordnung herrschen. Zweitens, unsere schwindenden Ressourcen für die Aufgabe zu nutzen, die lokale Wirtschaft wieder aufzubauen. Drittens, das alte Streckensystem der Bahn in den USA wieder aufzubauen. Denn wenn wir das nicht tun, bin ich nicht sicher, ob wir es schaffen, dass die USA weiter als Kultur, als Volk und als Nation zusammenhalten. Wir haben jetzt schon mehrfach den Zusammenbruch einer hochentwickelten Industriegesellschaft erwähnt, aber meine Forschungen über historische Zivilisationen und mein Bauchgefühl sagen mir, dass unsere Bevölkerung am Ende sehr viel widerstandsfähiger sein wird, als viele glauben. Jeder Einzelne muss nur beginnen, über eine Zukunft nachzudenken, in der es statt jedes Jahr mehr, vielleicht nur genauso viel oder auch weniger geben wird. Ja, wir müssen die Nahrungsversorgung regionalisieren, genauso wie die Produktion anderer Grundversorgungsgüter. Statt wie bisher weltweit aus Wirtschaftlichkeits- und Profitgründen Outsourcing zu betreiben, müssten wir wieder zu Insourcing wechseln. Ich denke, kauft amerikanisch macht wirklich Sinn, weil die Dinge, die wir produzieren und die wir für unser Leben brauchen, hier hergestellt werden sollten. Wir scheinen uns einig zu sein, dass Regionalisierung eine Lösung für viele Probleme ist, nicht nur für die Nahrungsproduktion, auch für die Ressourcennutzung und alles andere. Es könnte auch heißen, eine lokale Währung einzuführen. Alles, was man tun kann, um sich dort, wo man lebt, autark zu versorgen. Ja, da stimme ich Ihnen zu, Mike. Doch im Geiste der Idee vom Strom der Geschichte und der Umstände würde ich noch hinzufügen, dass wir dort sowieso hin müssen. Ja, wir müssen eine Gesellschaft werden, die sich selbst organisiert, auch wenn wir um uns treten und schreien und man uns dorthin zerren muss. Ja. Ich bin wieder in Versuchung zu sagen, dass all diese Dinge miteinander verbunden sind. Die Art und Weise, wie die Dinge heute sind, ist nicht die Art und Weise, wie sie morgen sein werden. Das Einzige, von dem ich überzeugt bin, ist, dass wir nur sehr wenig Zeit haben. Zeit ist vielleicht die einzige Ressource, über die wir während der Diskussion noch nicht gesprochen haben. Wie viel Zeit haben wir, um diese Probleme anzugehen, und was können wir in diesem Zeitraum erreichen? Das moderne Leben bewegt sich so schnell, dass es für uns schwer ist, anzuhalten und zu überlegen, wo es uns hinführt.
Es gibt allerdings Zeiten in der Geschichte, in denen wir einfach keine Wahl haben. Diese Männer sind sich sicher, dass der Moment jetzt gekommen ist. Aber obwohl sie ihre Meinung geäußert haben, bleibt noch eine Frage. Werden wir zuhören? Wir haben über viele extrem verheerende Probleme gesprochen. Sie sind alle wirklich entsetzlich. Meine Meinung darüber, was die Probleme sind, hat sich überhaupt nicht verändert. Aber mein Gefühl, dass wir auf eine extreme Notlage zusteuern und uns dringend darum kümmern müssen, hat zugenommen. Es ist ganz klar, dass wir psychologisch nicht auf die Veränderungen vorbereitet sind, die uns erwarten. Aber wir können es uns nicht leisten, weiter nur zu jammern, herumzusitzen und die Hände zu falten. Wir haben eine große Aufgabenliste vor uns. Wir stehen vor einer ganzen Reihe von Problemen. Sie sind alle ernst. Die Annahme, dass wir nur eines dieser Dinge oder nur einen Teil richten müssen, um als diese hyperkomplexe Gesellschaft weitermachen zu können, halte ich für falsch. Ich persönlich glaube nicht, dass es das Ende der Welt oder der Menschheit ist, sondern nur das Ende einer historischen Phase. Wir brauchen eine Auszeit von der Technologie. Wir sind offensichtlich alle über die Wasserknappheit besorgt. Drei von uns halten das für wirklich erschreckend. Die anderen drei sahen noch etwas anderes. Wenn wirklich all das den Bach runtergeht, setzen sie auf den globalen Wirtschaftskollaps und darauf, dass das Geld selbst zum Problem wird. Das amerikanische Finanzsystem ist auf diesem Niveau unmöglich aufrechtzuerhalten. Wir sollten uns alle bemühen, weniger verschwenderisch zu sein. Aber unser Wirtschaftssystem basiert geradezu auf Verschwendung. Kommen wir nochmal zu den Lösungen. Wir waren uns einig, dass eine besonders wichtig ist. Regionalisierung, Dezentralisierung. Wir haben darauf hingewiesen, dass unsere Nahrung im Durchschnitt aus gut 2200 Kilometern Entfernung kommt. Wenn die Gesellschaft zusammenbricht, bedeutet das eine gigantische Hungersnot. Wir sind viel zu abhängig von Strom- und Kommunikationsnetzen, die wir bei einem Zusammenbruch leicht verlieren könnten. Wir finden heraus, dass die Art und Weise, wie wir leben werden müssen, die ist, wie wir schon immer hätten leben sollen. Wahrscheinlich ist es von einem emotionalen, spirituellen, psychologischen und kommunikativen Standpunkt aus viel erfüllender für menschliche Beziehungen. Ich denke gar nicht, dass das alles nur Leiden bedeutet. Wir müssen autarker werden. Wir können uns nicht auf den Schutz durch Dinge verlassen, die tausende Kilometer von uns entfernt sind. In Zeiten großer Bedrängnis muss man sich zusammenschließen, sich helfen und Opfer für seine Freunde bringen. Denn an irgendeinem Punkt werden sie auch Opfer für einen selbst bringen müssen. Wenn wir irgendwie lernen können, zusammenzuarbeiten und die Menschheit als eine Gemeinschaft zu sehen, wäre wahrscheinlich nichts mehr unmöglich. Aber noch heißt es überall, wir gegen die anderen. Diese Denkweise ist der direkte Weg ins Verderben. Ich hatte in vielerlei Hinsicht das Gefühl, dass ich hier meine Meister gefunden habe. Diese Männer sind wirklich klug und gehören in ihren Fachbereichen zu den Besten der Welt. Ein Teil des Schockeffekts, den dieses Treffen bei mir auslöste, war dieses große Fragezeichen, das plötzlich auftauchte. Mir ist jetzt für immer diese Frage ins Gehirn gebrannt: Was, wenn die Lichter ausgehen? What if the lights go out? Eine andere großartige Lösung ist Reden, so wie wir es getan haben. Wenn niemand über diese Dinge spricht, passiert auch nichts. Und bisher habe ich, bis auf ohrenbetäubende Schweigen, nichts gehört. Wir sind die einzige Spezies des Planeten, die in ein Feuer läuft, um einen völlig Fremden zu retten. Die einzige Spezies, die eine gesamte Gemeinschaft mobilisiert, um einer Gemeinschaft am anderen Ende der Welt zu helfen, die wir vielleicht niemals besuchen werden. Die einzige Spezies, die Mitgefühl besitzt, um Opfer zu bringen und anderen Spezies zu helfen. Das ist sehr wichtig. Das Gleiche hat auch Martin Luther King gesagt. Der Entwicklungsbogen des Universums ist lang, aber er bewegt sich auf die Gerechtigkeit zu. Die Menschen sind eine soziale, mitfühlende Spezies. Ich glaube, dass wir uns am Ende umeinander kümmern werden. Unsere Experten haben einen beunruhigenden Konsens erreicht. Die meisten halten eine Wasserkrise und wirtschaftliche Instabilität für die dringendsten Probleme Amerikas. Alle sind sich einig, dass die kommende Ölkrise und die Überbevölkerung weitere ernsthafte Probleme sind. Atomterrorismus bleibt eine Möglichkeit, die zu furchtbar ist, um darüber nachzudenken. Die Probleme, vor die uns die Entwicklung künstlicher Intelligenz stellen wird, scheinen noch weit weg zu sein. Man sagt, dass eine Generation, die die Geschichte ignoriert, weder Vergangenheit noch Zukunft hat.
Jetzt ist es an uns zu entscheiden. Werden wir nur daneben sitzen und zuschauen, so wie man es in Rom und Mesopotamien tat und es immer wieder geschah, während alles, was wir aufgebaut und erreicht haben, im Nebel der Geschichte verschwindet? Aeschylus blickt in seinem Drama Agamemnon auf den Trojanischen Krieg zurück, der ein idiotisches, dummes Unternehmen war, das größtenteils aus Stolz geschah. Und er zweifelte daran, dass die Menschheit wirklich fähig sei, für ernste Probleme rationale Lösungen zu finden. Zu dem Thema, wie die Menschheit lernt und sich weiterentwickelt, sagte er: Das Leiden verschafft uns kein sicheres Wissen. Die schmerzvolle Weisheit fällt Tropfen für Tropfen im Schlaf in unsere Herzen. Die Weisheit kommt gegen unseren Willen. Die Gnade der Götter wird uns aufgezwungen. Er meint, dass die Götter erst alles in Stücke schlagen müssen, bevor wir dazulernen und uns verändern. Ich hoffe, er liegt falsch.